Nach diesem Video wirst du genau wissen, warum die meisten sich niemals wirklich dauerhaft verbessern und wie du dem Ganzen entgehen kannst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ihr merkt schon, ganz neuer, ganz ungewohnter Hintergrund. Geiles Roll-up am Start. Das liegt einfach daran, dass wir hier gerade unsere erste Vorform eines Büros mit unserem Team aufbauen. Das heißt, die Videos werden ab jetzt auch von hier kommen. Könnt ihr euch darauf freuen. Ich finde den Hintergrund sehr, sehr geil. Und ja, wir machen es ganz einfach hier, um noch effizienter zusammenzuarbeiten, um noch mehr uns auch aufs Traumabitur-Coaching für euch fokussieren zu können. Und das Traumabitur-Coaching ist schon ein perfekter Aufhängepunkt. Denn eine Sache, die mich seit den 4, 5 Jahren, wo ich mich einfach dazu entschlossen habe, das meiste aus mir zu machen, mir Dinge anzueignen, wie ich besser lernen kann, wie ich einfach effektiver meinen Tag gestalten kann, wie ich produktiver werde. Die eine Sache, die mich seitdem am allermeisten interessiert hat, ist, warum schaffen manche Menschen wirklich ihre Ziele zu erreichen, das aus ihrem Leben zu machen, was sie machen wollen, und andere nicht? Obwohl sie es versuchen, ja, es ist ja nicht so, ich meine, klar, es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh, mir ist mein Leben scheißegal und ich lebe auch nur so dahin. Aber es gibt ja trotzdem auch voll viele Leute, die es versuchen, aber trotzdem nicht wirklich dauerhaft da sind, wo sie eigentlich sein möchten. Das ist ja eigentlich verrückt, weil ich meine, man könnte ja meinen, wenn du es versuchst und auch dranbleibst, dann klappt es ja. Aber vielleicht merkst du selbst in deinem Leben irgendwie, du bemühst dich die ganze Zeit voll und schränkst dich voll an und arbeitest voll hart, aber entweder ist es einfach nicht von Dauer oder die Ergebnisse sind lange nicht auf dem Niveau, wo du eigentlich das Gefühl hättest, dass du dir wünscht hättest. Und das liegt an einem ganz einfachen psychologischen Prinzip. Und zwar können wir das Ganze in ganz einfachen 3 Ebenen vorstellen. Und zwar, es gibt die Seinsebene, es gibt die Tun-Ebene und es gibt die Haben-Ebene. Und wir Menschen, wir wollen immer Dinge haben. Ja, jetzt in eurem Fall zum Beispiel das Traumabitur. Ja, du willst einfach den Schnitt haben, mit dem du Medizin studieren kannst, mit dem du Psychologie studieren kannst, wo du nach dem Abitur alle Freiheiten hast. Du willst diesen Schnitt haben. Das ist dein Ziel, das ist das, was du haben möchtest. Und dir ist auch bewusst, dass du für dieses Ziel Dinge tun musst. Deswegen fängst du an, meine Videos anzuschauen, mehr zu lernen, versuchst im Unterricht mehr zu melden, versuchst dich mehr anzustrengen, all diese Dinge, die tust du, um dann schlussendlich den Notenschnitt zu haben, den du dir immer erträumt hast. Und das ist auch sehr gut so und das ist auch richtig. Nur ist das eben noch nicht genug. Denn das, soweit wie ich es jetzt erklärt habe, ist es eben so, wie es die meisten Menschen machen und weswegen sie, obwohl sie sich so sehr anstrengen, schlussendlich dann auch eben nicht das erreichen, nicht das haben, was sie sich eigentlich gewünscht hätten. Und zwar, weil sie von diesen 3 Ebenen die unterste und wirklich wichtigste Ebene komplett außen vor lassen. Und zwar, sie sind nicht. Jetzt können wir sagen, hey Leo, jeder ist doch. Natürlich, wenn du existierst, dann bist du gewissermaßen, aber wir fokussieren uns nicht darauf, weil es irgendwie sich fühlt an wie so, boah, das ist eine esoterische Sache, spielt ja gar keine Rolle, also ich kann ja nicht ändern, wie ich bin, ich kann mich nur mehr anstrengen. Aber das ist nicht der Fall. Denn im Prinzip ist es so, wenn du was haben möchtest, dann musst du dafür Dinge tun. Gute Noten kommen nicht einfach von irgendwo oder vom Himmel gefallen, sondern du musst was dafür tun, ganz klar. Nur ist es nicht genug von deinem Kopf aus zu sagen, okay, ich will es einfach nur mehr lernen. Das funktioniert so nicht. Merkst du selbst, es funktioniert für ein paar Tage, da bist du motiviert und dann lässt du aber wieder ab. Und das liegt einfach ganz einfach daran, dass du zu der Person werden musst, die diese Dinge tut. Das heißt, dein Handeln, dein Tun beeinflusst dein Haben und das vergisst eben jeder, das Sein beeinflusst das Handeln. Das heißt, so wie du bist, so handelst du auch und das bekommst du dann auch. Das heißt, dein Ziel sollte ab heute nicht mehr sein, boah, wie kann ich noch mehr machen, weil du wirst dann die ganze Zeit immer nur versuchen, mehr zu machen, obwohl deine Identität, das, was dein Selbstbild, dir ganz klar sagt, dass du eigentlich nicht eine Person bist, die so viel macht. Zum Beispiel, in deinem Fall ist es vielleicht so, oh, für dich ist es vollkommen normal, dass du halt mal ein bisschen länger chillst oder dass du prokrastinierst, Dinge aufschiebst oder dass du eine Prüfung nicht so gut schreibst. Für dich ist es normal. Das heißt, du bist diese Person, für die diese Dinge normal sind, die dann schlussendlich eben nicht zum Traumabitur führen. Und dann ist es natürlich schwierig, Dinge zu machen, die entgegen dieser Identität sind. Ja, weil du musst dich ganz ehrlich davon überzeugen, früher aufzustehen und mehr zu machen. Das heißt, daher kommt, deswegen ist es auch so anstrengend, ja, weil du ganz ehrlich gegen das wehren musst, was du selbst eigentlich bist. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt in diesem Video, in dem Moment, wo du zu der Person wirst und einfach für dich selbst, dazu musst du nichts machen, musst einfach nur annehmen und akzeptieren, dass du jetzt diese Person bist, die dann eben die Dinge macht, die dann zu deinem Traumabitur führen, ab dem Zeitpunkt wird es einfacher sein. Das heißt, ab heute, nimm dir einfach vor,
zu 100% Abiturathlet zu sein. Und dann aus dieser Identität heraus wird sich vollkommen automatisch ergeben, dass du früh aufstehst, dass du fokussiert beim Lernen bist, dass du dich im Unterricht beteiligst, dass du vor den Klausuren an dich glaubst. Das ergibt sich dann alles daraus. Und dann ist es auch einfach. Es ist dann natürlich für dich, diese Dinge zu tun, weil du ein Abiturathlet bist. Und daraus passiert das dann auch. Ja, zum Beispiel in meinem Fall, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin Abiturcoach, ist es vollkommen normal für mich, dieses Video aufzunehmen. Es ist so einfach für mich, diese Videos aufzunehmen. So viele Menschen müssen sich so anstrengen, mal ein Video für einen YouTube-Kanal aufzunehmen. Für mich kommt es aus mir raus, weil ich Abiturcoach bin und ich bin Abiturcoach auf YouTube und deswegen mache ich Videos. Ja, so läuft es bei mir. Ich bin etwas, deswegen tue ich etwas und dann bekomme ich auch die Dinge, die ich haben möchte oder kann auch die Dinge für euch erschaffen, die ihr haben möchtet. Und genau so könnt ihr das in euer Leben implementieren. Dann werdet ihr merken, dass es wie automatisch, dass ihr automatisch genau die Dinge tut, die ihr tun müsst, um schlussendlich euer Traumabitur zu bekommen. Und dafür sind wir schlussendlich da. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir wirklich das Traumabitur-Coaching so stark machen, weil ich einfach gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ihr nur auf YouTube die Information hört und dann versucht, das zu machen, weil ihr seid immer noch die gleiche Person. Im Coaching, in den 8 Wochen Traumabitur-Coaching, die wir machen, da verändern wir wirklich die Menschen. Da ist es wirklich so, dass sie einfach neue Identitäten entwickeln, sich selbst einfach auf eine ganz andere Stufe bringen und dann, weil sie es sind, dann auch wirklich die Dinge machen, die sie zum Traumabitur bringen. Deswegen, wenn du da Bock drauf hast, einfach im ersten Link im Kommentar unter diesem Video auf den Link gehen und dann einfach für ein Erstgespräch bewerben. Da freuen wir uns drauf. Dann wirst du auch in den Live-Calls diesen Hintergrund wesentlich öfter noch als in YouTube-Videos ohnehin schon sehen. Da freue ich mich drauf und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir hören uns im nächsten Video. Dein Leo.